Wir haben dramatisch schlechte Wirtschaftszahlen. Die Ampel redet alles schön. Und natürlich hat die AfD es leider in den letzten Jahren geschafft, sich zum Adressaten des Protests zu machen, obwohl eine Umsetzung ihres Parteiprogramms ja gerade Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen sehr negativ treffen würde. Also die wären eigentlich die Verlierer. Und es gab aber einfach über lange Zeit ja niemanden sonst. Die CDU steht auch für viele Dinge, die die Ampel jetzt macht. Also das heißt, dadurch hat die AfD sich in diese Position bringen Interessant, können. Dass Sie gleich Bezug nehmen auf die AfD. Beatrix von Storch ist heute bei uns, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei. Frau von Storch, Sie mussten sich eigentlich nicht wundern über diese Demonstrationen, weil die Idee, dass man ihre sogenannte Umvolkung abwickeln müsste, die hat die Partei schon lange. Also, dass wir im großen Stile abschieben wollen, so wie es der Kanzler gesagt hat, ist in der Tat kein Geheimnis. Das Treffen war nicht geheim, es war privat, aber nicht geheim. Über Deportation und die Enden im KZ, wie wir wissen, ist dort nicht gesprochen worden. Das ist alles das, was insinuiert worden ist und was Korrektiv ja jetzt Stück weit auch zurücknimmt. Die eidesstattlichen Versicherungen der Teilnehmer liegen vor. Alles das, was die Menschen auf die Straßen gebracht hat in der Masse, hat es nicht gegeben. Das ist eine Kampagne. Aber wissen Sie, das ist etwas, das ist, ich sage ganz kurz den Satz noch zu Ende. Das lässt uns alles kalt, weil auf dem Höhepunkt dieser Ja, also Korrektiv hat hier aus so einer halbseitigen Story, wo man aus zweiter Hand irgendwelche Informationen haben will und wo man sich später dann noch ein bisschen revidiert hat in der Wortwahl, so eine riesige Enthüllungsgeschichte gemacht, dass die AfD und sich dann auf die Wannsee-Konferenz berufen. Also absolute Entgleisungen, wirklich ekelhafter Geschichtsrevisionismus. Und das kritisiert Beatrix von Storch hier völlig zu Recht. Proteste hat es die Wahlen in Berlin gegeben und wir haben das Ergebnis gesehen, das war die beste Mobilisierung unserer Wähler. Wir haben unsere Wählerstimmen zur letzten Wahl um 80% erhöht, dort wo wiedergewählt worden ist, und die SPD hat 66% verloren und die FDP hat 36% verloren. Also das mag gerne geschehen, das schadet uns nichts. Die Probleme in diesem Land, die AfD, wollten Sie gerade sagen, danach Wähler, hätte ich uns gefragt. Und deswegen ist das sehr gut und die Probleme, die die Menschen haben, sind reell und das sind nicht reelle Probleme. Ich wollte fragen, hätte es Korrektiv und den Verfassungsschutz überhaupt gebraucht, um diese Pläne an die Öffentlichkeit zu bringen? Man muss eigentlich, ich muss Sie nicht überzeugen, dass es Rechtsextreme in Ihrer Partei gibt, aber eigentlich muss man Ihrer Partei eher nur zuhören. Also eigentlich. Ja, da sind wir jetzt mal gespannt. Also die, weil uns das jetzt schon zumindest den Anfang zum zweiten Mal ansehen, wissen wir jetzt, was für Einspieler gleich kommen, und die werden nicht das bestätigen, was Maybrit ist. Braucht es Korrektiv nicht, über die Sie sich sehr das, ärgern. Das, was hier kolportiert worden ist, ja, ist, dass die AfD Deutsche auf der Grundlage ethnischer Merkmale deportieren, also quasi ins KZ bringen möchte. Und das ist einfach Remigration, in Anführungsstrichen, ist formuliert. Nein, das ist genau. Sie setzen das um, Sie benutzen ein anderes Wort. Wir benutzen das Wort Remigration. Die sind hierher migriert und die müssen zurückmigrieren. Wenn sie illegal hier sind, wenn sie keinen Aufenthaltstitel haben oder wenn sie schwer straffällig geworden sind und wir möglicherweise bei Doppelstaatlern die Staatsbürgerschaft entziehen können, auf der Grundlage von Rechtsstaat und Gesetzen. Jetzt haben wir schon zitiert und man musste Ihnen aber auch ehrlich gesagt nur vorher gut genug zuhören, um zu wissen, dass das gar kein Geheimtreffen ist, sondern dass man eigentlich ja da eine präzise beschriebene Politik findet. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher. Das ist eine polemische Aussage, aber das ist kein Rechtsextremismus. Dieses Regenbogenimperium mit den USA als Kernland und der Bundesrepublik Deutschland als wichtigsten Brückenkopf in Europa ist es, dass die Zerstörung der Nation durch Masseneinwanderung forciert. Der große Auch das ist Polemik, aber kein Rechtsextremismus. Der große Austausch schreitet voran. Bereits über 27% Nichtdeutsche in Deutschland und die Zahl wächst unaufhörlich. Nie zuvor gab es mehr Ausländer und prozentual weniger Deutsche in Deutschland. De facto ist dies eine Entdeutschung Deutschlands. Also es braucht eigentlich gar nicht die Aufregung von Ihnen um Korrektiv und den Verfassungsschutz, weil eigentlich sagen Sie, es ist ziemlich offen.
Ich bin Ihnen wirklich dankbar für diese ganzen Einspieler, weil es genau das nochmal sozusagen unterstreicht. Ja, es ist abwertend, das kannst du sagen, aber es ist nicht rechtsextrem. Also man sollte ja schon auch mit den Begrifflichkeiten vorsichtig sein. Aber ich weiß, heutzutage rechtsextrem. Heutzutage brauchst du ja nur sagen, ich bin für Frieden und du bist rechtsextrem. Also heutzutage ist alles rechtsextrem. Reicht, mit dem man versucht hat, den Menschen Angst zu machen, die Menschen auf die Straßen zu bringen. Wir hatten jetzt gerade eine Wahl und wir haben die nächste Wahl. Und auch dafür gibt es Umfragen für die EU-Wahl. Da sind wir bei plus 100%. Da werden wir steigen und die Grünen werden sich halbieren und die FDP wird sich auch halbieren und ist damit dann weg vom Fenster. Also das heißt, diese ganze Versuche, die Sie in der breiten Medienlandschaft die ganze Zeit schon gemacht haben, die gehen jetzt an den Problemen der Menschen vorbei, denn die haben ganz reelle Probleme. Alles gut, wir fragen ganz kurz. Die AfD-Wähler hat das offensichtlich nicht beeindruckt, Melanie Ammann, stellvertretende Chefredakteurin vom Spiegel, wie man den Wahlergebnissen in Berlin entnehmen kann. Ja, ich würde das ein bisschen anders einordnen als Frau von Storch. Ich sehe, dass die AfD eigentlich eher unter ihren Möglichkeiten geblieben ist in den Umfragen. Ja, die Wähler laufen der AfD trotzdem weg. Also die Ammann, die brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht anhören. Die hat ja, also das ist so eine typische Vertreterin des Mainstreams. Also da ist eigentlich überflüssig, sich Listen einzuladen, die ähnlich drauf ist wie Maybrit Illner, denn dafür haben wir ja schon Maybrit Illner. Also das ist ein bisschen überflüssig. Ja, Melanie Ammann wird immer eingeladen, das ist seltsam. Also wenn die mal einen Florian Warbeck auch so häufig einladen würden, dann hätten wir vielleicht mal ein bisschen ausgewogenere Diskussionsrunden. Aber es wird nur, was tut Kevin Kühnert da? Ja, er vertritt die SPD. Und wie gesagt, habe ich ja anfangs gesagt, nichts dagegen, dass auch Mainstream-Vertreter da sind. Aber die Gewichtung, die wir in Talkshows immer sehen, die ist ungünstig. Hier haben wir jetzt ein Verhältnis von 4:2, also beziehungsweise 4:1:1. 4 Vertreter des neoliberalen Altparteienkartells, beziehungsweise diese ganzen Journalisten, ja, diese Altpapiermedien, würde ich sie jetzt mal nennen, die auch auf deren Seite stehen, eine Vertreterin der AfD und eine Vertreterin des BSW. Also ist jetzt noch keine optimale Aufteilung, aber besser als in den meisten Talkshows. Da haben wir ja meistens ein Verhältnis von 5:1 und nicht von 4:2. Schieben will. Ihre eigenen Parteifreunde sagen, millionenfache Remigration wünschen sie. Ich glaube, sie machen sich was vor und sie lügen sich in die Tasche, wenn sie glauben, dass die Demonstrationen die AfD schwächen. Also ich halte das wirklich für verfehlt. Und zwar einfach, weil die Menschen das Gefühl haben, zumal nachdem Ampelpolitiker selber an den Demonstrationen teilgenommen haben, sie demonstrieren dagegen gegen die Ergebnisse ihrer eigenen Politik. Das ist unglaubwürdig. Und ich aber muss das, natürlich jetzt, auch das kann ja keine sagen, von uns sagen bisher, ob das wirklich so sein wird. Naja, Sie haben recht. Ist natürlich schon, sein, Sie liefern der AfD teilweise dadurch auch Vorlagen. Also ich habe zum Beispiel auch den Korrektivbericht. Aber wenn Menschen für Toleranz ich verstehe und Rechtsstaatlichkeit doch. Ich verstehe doch auch, was die Leute umtreibt. Dann liefert ich das der AfD doch kein Ich habe Sympathie dafür, dass Menschen Angst davor haben, wenn Rechtsextremisten stärker werden. Das ist keine Frage. Aber ich halte auch den Bericht. Natürlich war es für die AfD relativ leicht zu sagen, das wird ja hochgespielt, weil das, was in dem Bericht tatsächlich berichtet wurde, nichts Neues war. Also das 100%. Sarah Wagenknecht bringt sie auf den Punkt. Es war erstens nichts Neues, dass es von einzelnen Akteuren Andeutungen gegeben haben mag. Hinterher haben sich Höcke und jetzt auch wieder Beatrix von Storch wesentlich, wesentlich vorsichtiger ausgedrückt. Also eine illegale Deportation von Menschen, die wurde ja auch von Beatrix von Storch gerade deutlich abgelehnt. Also sollte man sich da nicht so echauffieren, wie das Korrektiv gemacht hat. Leute wie Herr Höcke enge Beziehungen zur identitären Bewegung haben, dass ihr Spitzenkandidat, Herr Krah von der Europawahl, der macht Anzeigen in einem Blatt der identitären Bewegung. Das heißt, er unterstützt die finanziell, das ist ihr Spitzenkandidat. Und die identitäre Bewegung zeichnet sich ja nicht dadurch aus, dass sie jetzt sagt, wir müssen die unkontrollierte Migration stoppen. Das stimmt ja. Aber das jetzt sehen klingen ja die Sie Menschen fast nach so. AfD-Verteidigung. Nein, das wundert mich ich jetzt sage, ein bisschen. Ich erzähle Ihnen, was... Sie versuchen, die Sache differenziert zu betrachten. Das klingt ja fast nach AfD-Verteidigung. Dass man ernsthaft vor der AfD vorwerfen die kann, die AfD-Verteidigungsstrategie schwankt zwischen, entweder sagt man, das ist doch alles nichts Neues und total harmlos, ja, oder Sie Neues. Sagen, das war alles erstunken und erlogen. Nein, und beides zusammen erlogen ist es nicht, sondern